Ich möchte kurz kommentieren, was an diesem Tag sich alles ereignet hat. Natürlich werden wir erst morgen alle eingehenden Bewertungen vornehmen können, die in die Tiefe gehen, die umfassender sind, was das Wahlergebnis angeht. Es ist ja so, dass das Ergebnis noch nicht endgültig ist, aber ich habe doch den Eindruck, dass nach allem, was die ersten Hochrechnungen zeigen, sich feststellen lässt, dass die Italiener jetzt einen deutlichen Hinweis gegeben haben. Sie wollen eine Regierung der rechten Mitte, geführt von den Fratelli d'Italia. Wir leben in einer Zeit, in der die Italiener wieder eine Regierung bekommen, die einer klaren Wahlentscheidung an den Urnen entspringt. Und ich glaube und hoffe, dass alle erst einmal Bilanz ziehen wollen, denn wir haben ja auch einen Wahlkampf gehabt, der ganz objektiv betrachtet, ein Wahlkampf also, der wirklich nicht schön genannt werden kann, ein Wahlkampf mit Misstönen, an allen Regeln vorbei, ein heftiger Wahlkampf, ein gar aggressiver Wahlkampf, den wir erleiden mussten, denn schuld sind wirklich die anderen. Ich glaube aber, dass die Lage, in der Italien sich befindet, in der die Europäische Union ist, in der gesamt gesehen wir alle stecken, so komplex ist, dass wir, um es so zu sagen, einen Beitrag aller brauchen. Wir brauchen eine gelassene Atmosphäre, gegenseitige Achtung als Grundlage für die Weiterentwicklung unseres demokratischen Systems. Ich bedauere es natürlich sehr, seit gestern Abend, dass so wenige teilgenommen haben an den Wahlen. Ich sage mal Folgendes dazu. Alle haben jetzt ihre Entscheidung getroffen und es ist nun an der Zeit zu arbeiten, zu planen, sich an die Arbeit zu machen. Und das wird mich in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen, in der Regierung, die nun wirklich ausgezeichnete Arbeit leisten muss als Regierung der Besten, gewählt von den Bürgern. Es ist wie vor der Abstimmung. Da werde ich über Facebook, Instagram, TikTok und überall auf den Plätzen, in den Fabriken mit den Leuten sprechen und aufnehmen, was sie meinen, wie die Regierung sein soll. Eine Regierung, die verpflichtet ist, unsere Bewegung neu aufzustellen, grundlegende Dinge zu bedenken. Die Italiener haben eine Wahl getroffen. Sie wollen Stabilität, sie wollen 5 ruhige Jahre erleben und wir werden in diesen 5 Jahren danach bewertet werden, was wir geleistet haben. Und ich bin da zuversichtlich, die Lega hat ja schon regional und kommunal bewiesen, was sie leisten kann. Wir werden als kompaktes Team auftreten und hervorstechen. Es gibt ja Probleme für Italien. Da hat es viel Polemik gegeben, geheime Abstimmungen. Das drohte alles, dass es so weitergeht wie bisher. Das wollen wir nicht mehr haben. Ich weiß nicht, ob Ursula von der Leyen damit einverstanden ist, aber es lebe die Demokratie und die Freiheit. Die Italiener haben ihre klare Entscheidung getroffen. Die Rechte wird eine Regierung bilden, eine rechte Regierung. Ähnlich wie in Schweden, ein Trend, der sich auch in Italien gezeigt hat. Das ist ein trauriger Tag für Italien und Europa. Und es kommen harte Zeiten auf uns zu. Wir haben mit aller Macht gegen ein solches Ergebnis gekämpft. Wir haben gekämpft für unsere Werte und für die Zukunft Italiens. Wir haben zuerst einmal versucht, das Parlament seine Zeit absolvieren zu lassen, nicht vor der Zeit aufgelöst zu werden. Das war auch der Wunsch der Regierung Draghi, aber es ist dann nicht möglich gewesen aufgrund der Entwicklung. Wir haben jetzt die Regierung Meloni zu erwarten.
Und Giuseppe Conte hat das letztlich verschuldet. Er hat das alles ausgelöst, diesen Prozess. Und wenn wir von Draghi zu Meloni kommen, dann hat er damals das Ganze ausgelöst. Wir haben uns engagiert, um eine glaubwürdige Alternative zu dieser Rechten zu schaffen. Wir als Parteiführer haben wirklich nicht gegen die Rechte, sondern auch gegen uns gearbeitet. Es hat Spaltung gegeben, Risse. Wir haben versucht, das zu überbrücken. Das ist uns nicht gelungen. Jetzt haben wir ein Ergebnis bekommen, das nicht befriedigend ist. Und wir sind immerhin die zweitgrößte Fraktion geworden, die zweitgrößte Partei und die größte Oppositionspartei im Parlament im ganzen Land.